Jetzt, was ich mich dann gefragt habe, als Japan stand, warum macht Apple auf einmal Brüste? Die ist halt die Tochter von Adria und Aiden. Und Aiden ist der Held aus Diablo 1. Boah, ich fand's aber schade, dass Mephisto und so alle ja schon im Seelenstein drin waren. Ja, die sind aber jetzt alle frei. Ja, die sind jetzt wieder frei. Deswegen konnte Lea doch das oberste Übel werden. Ja, ja, ich weiß. Weil Diablo 3 ist ja, in Diablo 3 ist ja Diablo das oberste Übel. Ich weiß. Dann ist halt nur schade, dass du das 3 Übel dann schon verwiegelt waren. Ich erkenne alles. Ja. Ne? Dafür hast du halt die anderen unteren Übel als Bosse gehabt. Was hast du Bosse gehabt? Du hast halt die unteren Übel noch als Bosse gehabt. Du hast halt den Herr der Lügen und den Herrn des, was war nochmal, Asmodan. Asmodan, was war der nochmal? Herr der Schmerzen? Nee. Ja, ich glaube Herr der Schmerzen war es. Ich weiß gar nicht mehr. Herr des Schreckens ist Diablo. Mephisto ist Herr des Hasses? Ja. Doch, ich glaube, Herr, Herr der Zerstörung? Herr des Schmerzes. Hä? Ja, Asmodan war hier der Schmerzen. Muss ich mal googeln. Ich fand den Asmodan-Kampf so langweilig. Das, was mich am meisten angekotzt hat, weil ich Wirbelwind war Belial. Als Hammerbarb hatte ich Belial so angekotzt wie dem Drecks AOE. Als Hammerbarb bist du ja die ganze Zeit nur von einer Seite zur anderen rotiert. Dann bist du durch die gesamten AOEs durchrotiert. Diablo, große Übel, ewigen Kriege, bla bla bla. Herr der Sünde. Stimmt, Herr der Sünde. Da war Andariel, die Tochter der Qual, Asmodan, der Herr der Sünde, Belial, Herr der Lügen, Duvel, der Herr des Schmerzes. Und dann die großen Übel halt, Diablo, Mephisto und Baal. Und ich mich aber auch immer angelegt hätte, wäre, wenn du runter zu Asmodan gehst und dann diese Spinnenfüße platzt. Diese Typen, die diese Ebenen hochhalten, diese riesigen Dämonen. Ja. Oh. Und so einem hätte ich mich gerne immer gekauft. Wie heißt die nochmal? Jünger der Qualen? Keine Ahnung. Ohne, ne? Ah, ich weiß, was du meinst. Diese Giganten. Ja, diese Giganten da. Die eigentlich nur extra zu leiden. Genau. Die da einfach nur rumstehen mit den Augen so. Mit den. Irgendwas über den Augen. Und da dann einfach nur rumstehen und diese Ebenen hochhalten. Ja. Die sollen so mit. Geht ja leider nicht. Was ich halt cool fand, dass sie dann irgendwann eingeführt haben, dass jeder Boss ab dem Level, wenn wir Legendaries toppen können, dass wenn du den das erste Mal legst, dass du einen Legendary bekommst. Ja. Das fand ich auch nicht schlecht. Ich finde die Geschichte von Diablo generell sehr interessant. Ja, ich hab davon leider nicht gefragt, ein bisschen bekommen. Ich meine, Diablo. Cool. Weißt du, warum Diablo überhaupt ins Reich der Nephalem eingedrungen ist? Oder wie das überhaupt passiert ist? Nö, hab ich nicht bekommen. Weil er die niedrigen Übel, die geringen Übel, gegen ihn eine Revolution gestartet haben und ihn aus der Hölle verbannt haben. Durch die Revolution ist er überhaupt ins Reich der Menschen gekommen. Und dann hat man ihn halt in Diablo 1 getötet. Oder naja, man hat ihn getötet und derjenige hat sich den Seelenstein in den Kopf gerammt. Voll gut. Also beim nächsten Flo bitte? Beim nächsten Diablo wird er dann, glaube ich, der Nephalem wieder als Bösewicht, weil der ja den Bösen verfällt. Der was? Der Nephalem wird das Böse. Der Nephalem wird der Böse? Der Nephalem soll böse werden, also soll dem Bösen verfallen, der wird dieser ewige Kreislauf.
genau wie die Übel, wenn du die tötest, die kommen ja immer wieder. Genau, so die Übel, die, wenn du die auf der Erde tötest, werden die in die Hölle verbannt. Genau. Und alle sechs, und alle Übel sind jetzt frei. Und wenn wir dann so Leute mit dem Bösen verfallen, dann heißt es, die, ja, die sechs Übel klatschen und den Nephalem klatschen. Was die nur, was der Nephalem dann ist? Ja. Einer, sehr lang. Ist das bestimmt ein Gruppenkampf, von denen ist das ja alle Klassen von Diablo 3. Musst du dann besiegen. Ich finde ja auch geil, Barlos Kopfstudio und Barlos Interview mit dem Witch Dog. Ja. Dunkle Magie versperrt mit dem Weg. Ja, mit der Leuchtstoffröhre brauchen wir Zeit, bis er angeht. Ich sterbe. So scharf war das auch früher nicht. Ja, nee. Ja, hab ich gesagt, du sollst ganze Handvoll essen. Hier, komm. Hier, komm, ich trink erstmal ein Bier. Deine Gesundheit kehrt zurück. Ja. Ja, wie kann man eigentlich dessen so und so schaffen? Gmalno Tatsu Wurzeln. Und das hilft? Nein. Aber wenn man... Nein. Aber vielleicht wenn man... Nein. Oh Gott, ey. Hat die Interviews von Barlo mit den Rocket Beans auch so lustig. Ja. Und ich hab jetzt mit Eddie so von wegen. Ich hab gehört, du hast jetzt Kinder. Ja. Warum? Das auch nicht, ein Kumpel von mir hat bei uns übernachtet, auf einmal war meine Freundin schwanger. Ja, warum hat man Kinder, ne? Hast du eigentlich die Pen und Papers von dir? Nee, wofür war die Frage? Wofür? Achso, wofür? Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Schon länger. Ja, wofür hat man wohl Kinder? Damit sie in unsere Eier gehen und Geld kosten. Man will ja was bezahlen. Garant, hast du die Pen & Papers von denen geguckt? Nein. Warum nicht? Das guckt die Pen & Papers von denen. Bier? Und Tiers. Jetzt Tiers haben sie. Ah ja, so. Und wir haben Tiers. Tiers ist denn ihr erstes Pen und Paper und Beards ist das, wo die momentan dran sind. Tiers war doch so ein postapokalyptisches, ne? Genau, ja. Hab ich kurz eingesucht. Guck das weiter, das wird später so geil. Zu gefühlt 50% daraus, dass der Nils, als er Tag, mein Name ist Geronimo Röder und ich wohne hier. Was eigentlich ziemlich geil ist, weil die einfach in irgendein fremdes Haus reingehen, um sich dort zu verstecken. Und dann fragt der Besitzer, wer seid ihr? Guten Tag, mein Name ist Geronimo Röder, ich wohne hier. Oder würde dann in das eingesperrt werden? Fragt dann einer halt von der anderen Seite der Wand, fragt dann, ja, wer seid denn ihr? Nee, der fragt dann, ist da jemand? Dann sagt der, guten Tag, mein Name ist Geronimo Röder, das ist mein Gefängnis. Toll. Naja. Ist, als sie dann mit so einem verstörten kleinen Mädchen reden. Guten Tag, mein Name ist Geronimo Röder. Der spielt ja dann dieses kleine Mädchen, der fängt dann an zu weinen, oh nein, nicht der schon wieder. Aber das Geile ist, Buddy vergisst immer wieder den Namen. Wer? Du hörst den Namen Buddy. Der Asiaten den. Ja, Buddy. Du hörst so diesen dreckigen Namen Geronimo Röder und der vergisst ihn trotzdem öfters. Und Nils hat einen Pedo-Moment. Bitte? Nils Pedo-Moment bei dem Kopf selber. Ich hab's nicht verstanden, Würfel. Nils hat bei dem Paper einen Pedo-Moment.
Au. Okay. Die müssen dann halt so ein kleines Mädchen mitnehmen, weil die halt storyrelevant ist und die malt dann halt so einen Turm, wo die hin müssen, weil das halt denen ihr nächstes Ziel ist. Aha. Und der fragt dann, ja, warum sind diese Turm so wichtig? Ja, der. Und dann sagt er, naja, soll ich hier auch mal einen Turm zeigen? Oh Mann. Das Geile ist, Woody und Eddie, Woody und Simon stehen auf und gehen einfach weg. Danach. Okay. Lassen ihn einfach allein und der versteht nicht, was jetzt los ist. Er hat's einfach nicht gerallt. Ja. Guck dir das einfach mal an. Da sind so geile Stellen drauf. So einige Dinge, die ich da gucken muss. Ja, vorhin. Und, ja. Läuft ab in gewissen Zeiten. Zeitnachtradhelm und einem zombifizierten Pavian. Gleich schickst du mir ein Video von Shia LaBeouf. Glaube ich. Was? Warum? Do it! Just do it! Ja. Das ist aber so schön, habe ich vorhin auch wieder auf die. Was dann auch so schön ist, der zieht sich halt im ersten Kapitel, zieht er sich aus nackt rum. Und die werden halt im ersten Kapitel werden ein paar von denen K.O. geschlagen, also der. Und der Nils. Und werden dann zurückfahren von Nils seinem Auto abgelegt. Und der Nils wacht dann halt auf mit irgendeinem Körperteil vom nackten Simon in seiner Hand. Okay. Er weiß nicht welches. Okay. Und was bei Nils auch so schön ist, der Simon hat einen Charakter, das ist ein Mann ausgibt. Und der Nils hat einen Charakter, das ist ein Mann, der sich als Frau ausgibt. Und irgendwann fangen wir an, miteinander rumzuflirten. Okay. Und gut, irgendwann kann ich noch sprechen. Ein paar Sekunden auf den Tisch. Guckt ach ja, die wissen ja nichts voneinander, ne? Von den Geheimnissen. Doch, doch, die wissen das. Ach so. Und der guckt dann einfach die anderen Leute an und sagt dann, ich bin total verwirrt. Ob ich jetzt Mann bin, der sich als Frau ausgibt und auf Männer steht, oder ob ich eine Frau bin, die sich als Mann ausgibt und auf Frauen steht. Er wusste einfach nicht mehr, was er ist. Er wusste nicht, was er für ein Geschlecht hat. Ach ja. Ne, Pen and Paper, das war so eine Sache, die ich auch mal ausprobieren wollte. Pen and Paper? Hm. Gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns alle mal bei irgendeinem zum Pen and Paper. Haben wir doch, glaube ich, schon mal darüber geredet. Ja. Da wollten wir irgendwas okay. Einfaches spielen. Ja, ja, da können wir Tiers nehmen, wir können Beards nehmen. Irgendwas von DSA oder sowas nehmen. Abgewandelte Regeln und so. Die Regeln, aber das geht ja. Pen and Paper ist ja sehr flexibel. Hm. Kann man ja, wenn man möchte und Zeit hat, sein eigenes Regelwerk aufstellen. Eigenes Regelwerk ist sehr, sehr viel Arbeit. Bitte? Eigenes Regelwerk ist sehr viel Arbeit. Ja, weil man sehr viel beachten muss, das stimmt. Hm. Man ist ja auch noch nicht wirklich. Und dann braucht man einen guten Dungeon-Meister. Jemand, der nicht nachgibt und vehement das Regelwerk vorführt. Weil sonst ist es irgendwie langweilig, wenn Sachen zurückgenommen werden. Na gut, dann müssen wir uns halt irgendwann mal treffen, zusammensetzen, das Regelwerk machen und dann irgendwann nochmal zusammensetzen und dann Pepper anfangen. Ich hab sogar das, was jeder Nerd irgendwie rumfliegen hat. Einen 20-fettigen Würfel.
Hab ich Leute? Ich leider keinen. Warum hast du keinen 20-seitigen Würfel? Du hast Magic gespielt. Ja, aber... Ich will eigentlich immer im Kopf behalten. Kriegt also man doch für jeden Starterdeck einen 20-seitigen Würfel. Nee, bei mir nicht. Bei mir war keiner dabei. Also ich hatte direkt einen 20-seitigen Würfel drin. Ich nicht. Das würde ich reklamieren. Ja. War nicht vollständig, das Deck. Hey, da ist eine Karte schon, sonst fehlt ihm. Der Würfel. Mir ist das Deck scheißegal, ich will nur diesen Würfel. Für Magic braucht man eigentlich eigene Würfel, wenn man, vor allem wenn man so Decks spielt, die, ja, wo du plus 1, plus 2, plus 3 kriegst, so, Buff kriegst. Für, ja, es gibt ja Karten, da legst du einen Würfel drauf. Und jede Runde, wo du, ja, keine Ahnung, damit ja, du besser sehen kannst, wie hoch das jetzt ist. Selbst bei Yu-Gi-Oh! Brauchst du teilweise Würfel für die Text Marken. Wenn du irgendwann sagst, was mag, wie der Schweizer Magie oder so, brauchst ja Open Würfel. Oder du musst was auswürfeln. Ja, oder du musst was auswürfeln. Ja, wie zum Beispiel mal mit Engelswürfel, auch wenn die Karte niemand spielt. Ja. Ja, ist random. Ich find's witzig. Ja, ich find sie vor allem zu schwach. Ja gut, sie kann dir für eine Runde 600 Punkte bringen, wenn du Glück hast. Ja, da gibt's so viele Zauberkarten, die einfach mal besser sind. Ja. Axt der Verzweiflung, bestes Beispiel. Ja. Das Ding gibt dir einfach mal permanent 1000 Angriffspunkte. Und du kannst das Ding sogar noch recyceln lassen. Ja. Finde ich aber Horn des Einhorns auch nicht schlecht, obwohl damit kannst du dir auch ordentlich ins Bein. Wenn ihr dann wisst ihr, was ich interessant finde? Dann immer wieder Monster damit auszustatten, um an was das Horn des Einhorns hat, aber dann findet der als das du ziehst. Weil das Dreckshorn ja automatisch wieder auf den Deck drauf kommt. Kennt ihr eigentlich die Elementregeln bei Yu-Gi-Oh? Ja. So von wegen, dass wenn du ein Monster angreifst, was ausschaut, ein anderes Element hat, eine Schwäche hat, dass du mehr 300 Angriffspunkte mehr kriegst? Ich kenne es noch ein bisschen anders. Die Version, die ich kenne, also die extreme Version ist, wenn du ein Monster von Feuer zum Beispiel ein Monster von Wald angreifst. Also ist dann halt auch mit anderen Eigenschaften. Es ist halt einmal Elementarregel normal und einmal dann noch im Zugehörigkeit. Wenn ein Käfer oder sowas angreift. Hm? Egal ob dieses Käfermonster jetzt stärker ist oder nicht, das Käfermonster wird zerstört. Hm. Naja. Halt komplett aus. Die finde ich jetzt, da finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof. Da finde ich damit ein bisschen mehr Angriffspunkte besser. Hm. Aber spielt keiner nach den Regeln. Können wir bei dir mal machen. Bitte? Können wir bei dir mal machen. Hab ich denn eigentlich ein Monster? Aber jedes Monster hat ein Element. Hm. Sieht doch sogar oben drauf zu was die will. Ja. Finsternis, Licht, Erde, Feuer oder sonstiges sind. Das ist das Element des Monsters, ja. Ja. Und dann unten ist die Stammeszugehörigkeit. Zum Beispiel Maschine. Unterweltler, Maschine oder sonstiges. Hexer, Krieger. Ich bin mal kurz auf das gleich. Rache. Es gibt halt auch Decks, die auf die Zugehörigkeiten spielen, zum Beispiel der lebendige Wiederheilkehr Krieger, quasi, ja, ne, ist halt für Kriegermonster, die man dann vom Friedhof auf die Hand nehmen kann. Eins. Oder? Du weißt schon, dass er gerade AFK gegangen ist, oder? Achso. Also, habe ich nicht gehört. Wenn, dann musst du jetzt mit mir wieder reden. Ich komme hier übrigens so halbwegs gut voran, in der nächsten Runde habe ich gewonnen. Yay!
Zwar mit sehr, sehr viel Chaos, aber ich hab in der nächsten Runde gewonnen. Zwei von den drei Kanonen habe ich schon kaputt gemacht. Max hat einen Bomber durchgeschmuggelt, falls du das noch nicht mitbekommen hast. Der hat dir diese Kanone schon kaputt gemacht und jetzt gerade die hier. Eagle macht in der nächsten Runde die hier noch kaputt. Geil. Und Kanbei hat sich hier relativ wacker gehalten. Die Armee von Sturm ist ziemlich aufgerieben. Und ich kriege hier auch langsam mit Max wieder so ein bisschen die Oberhand. Was mich ein bisschen wundert, weil Sturm ja eigentlich einen ziemlichen Money-Vorteil hat. Und einen Stat-Vorteil nicht zu vergessen. Ich meine, der Typ ist ja 120, 120. Hat der Typ eigentlich schon wieder eine Super... Ja, verdammt, der hat schon wieder eine. Ich muss fast einen Comet-Catcher jetzt noch bauen. Damit der mir... Wobei, den Bombe von... Eagle da oben wird er höchstwahrscheinlich in Ruhe lassen. Ich habe hier schließlich noch einen Bomber und einen Kampfpanzer, aber... Ich stelle den Jagdpanzer nochmal dahin, weil bei Max würde es mich nicht interessieren, wenn noch was kaputt geht. Der darf nur den Bomber von Eagle da oben nicht erwischen, das ist alles. Wobei, ich glaube eh, dass der Komet hier irgendwo reingeht. Das ist, glaube ich, schon der vierte Meteor Strike, den er jetzt dann macht. Was? Ich bin aber auch kurz weg. Ja, dann muss ich jetzt mal wieder allein weitermachen. Hab mich ja jetzt die letzten paar... Minütchen oder Stündchen auch mal hier rausgehalten. Ich hab die jetzt einfach mal reden lassen. Konnte ich mich vor allem mal ein bisschen mehr auf mein Spiel konzentrieren. Hat mir auch mal nicht geschadet. So. Und im Prinzip brauche ich jetzt gar nichts mehr machen. Nur noch Eagle. Bisschen Unit Spamming machen. Die Einheit da weg. Und tschüss, Cannon. Und dann haben wir das Level auch schon mal wieder gewonnen. Ja, das war mir klar, dass das ein B-Rang wird, aber das ist mir jetzt auch vollkommen egal. Die letzte Mission wird, glaube ich, sogar noch ein bisschen einfacher.